Heyo, Kurotoki wieder am Start. Also Leute, ich bin übertrieben gehypt und freue mich schon mega auf das neue Video, welches Dragon Ball Legends auf ihrem offiziellen Kanal veröffentlicht hat. Es geht darum, dass wir neuen Content bekommen werden und ich kann es einfach kaum erwarten. Ich habe ein paar Bilder im Discord gesehen, aber weiß ehrlich gesagt absolut noch genau gar nichts davon, wie es ausschauen wird. Also, das Video auf YouTube habe ich gefunden. Ich werde den Link in der Videobeschreibung auch nochmal posten. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Video mal an. Aber ich denke mal, ich werde jetzt nicht das ganze Video auf YouTube stellen. Ich schneide dann einfach die wichtigsten Stellen heraus. Weil ich denke mal, es wird sicher auch einiges gezeigt, was jetzt nicht so wichtig ist. Ich habe nur ein Bild gesehen, wo glaube ich Rhyme-Style dabei war. Und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht, wer da alles noch dabei war. Video and Stuff, Dragon Ball Legends. Hello everybody and welcome to Dragon Ball Legends Video and Stuff. I'm your host, Toshi. I'm the producer of Dragon Ball Legends. In fact, you guys should be respecting me. But, I respect you guys just as much. So, now. Hey, Charlotte. Okay, ganz normal Super Saiyan 2. Wait. It's in Japanese, but don't worry about it. Hä? Hä? Warte mal, was? Warum wurde gerade seine Combo unterbrochen? Okay, er greift an. Combo wird unterbrochen. Okay, ist das jetzt ein neues Battlesystem? Okay, ich meine, wir alle haben es gesehen. Er macht einen Strike Attack und Broly kontert, während Charlotte schnell zum Blast Attack wechseln wollte. Komisch. Schaut irgendwie komisch aus. Okay, er verwandelt sich. Blast Attack sah gerade ein bisschen komisch aus. Normalerweise kommt ja eins nach dem anderen. Warum war dann direkt zwei auf einmal? War das ein Fehler? Na, das war sicher nie. Da, seht ihr, was ich meine? Komisch. Hä, warte mal. Blast Attack war so kurz? Hä, warte mal. Haben wir jetzt einen Tap Blast, der den Gegner auch zurücknocken kann? Okay, ich bin gerade verwirrt. Keine Ahnung. Komisch irgendwie. Warte, was? Wie geil! Warte, was war das denn? Okay, hier noch einmal. Okay, Broly greift an. Goku als Counter machen kann er mehr? Warte mal, beim Ausweichen haut Goku Broly zurück. Wie geil! Warte, was? Okay, Goku greift auch an. What the fuck ist das? Is this what I think it is? Oh. Er schaut so geil aus! Is this a cop? This is like great bosses. Yeah, that's the first. Oh my god. It's so wie geil! Okay, bin gehyped. Ich halte es nicht aus. Ich will es sofort haben. Is that co-op? That is co-op. Is it like a raid? It is real time. Okay. Real time, okay. It is going to be between two players. You will be fighting. Let's go. One difficult enemy boss. Okay. That's really cool. Mm-hmm. Version 2.0 of Dragon Ball Legends. Okay, Dezember. Es kommt Dezember. Let's go. Es kommt Dezember. Kann sie es sich im Discord überlesen haben? Tut mir leid. Ich war zu gehyped. Co-op Battles bestätigt. Bestätigt. Ein schwerer Boss auf jeden Fall. Sowas wie ein Raid. Okay, sie sagen jetzt schon, es wird nicht immer verfügbar sein. Also nicht bei jedem Event kann man das machen, sondern bei solchen bestimmten Raids eben. Ja, mit mehreren Schwierigkeiten. Okay, also ist interessant, schon mal zusammenfassen. Jeder kann nur einen Charakter mitnehmen und der Gegner kann nur einen von den beiden Charakteren angreifen. Also dass beide den Angriff abbekommen, wird nicht der Fall sein. Ich denke mal, das war auch der Grund, warum der Goku den Broly bei seiner Special Move eben aufhalten konnte, weil ja gerade Charlotte angegriffen wurde und Goku somit, ja, eigentlich frei war sozusagen. Okay, das ist auch interessant. Er sagt gerade, dass zum Beispiel ja man jedes Mal sehen wird, welcher Charakter gerade anvisiert wird von dem Gegner. Sagen wir so, man kann es schaffen, dass man den Fokus auf den Gegner auf sich lenkt. Interessant wäre das, wenn zum Beispiel beim Koop eben einer einen Damage-Dealer mitnimmt, der andere einen Tank mitnimmt, welcher die ganzen Kombos von Broly abbekommen kann, ohne dass er irgendwelche Schwierigkeiten bekommt. Schon ziemlich interessant auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist auch damit gemeint, dass man strategisch spielen muss, dass man nicht zwei vielleicht einfach komplette Angreifer reinnehmen kann, dass schon ein Support, ein Damage-Dealer, Tank-Damage-Dealer und so weiter dabei sein sollte. Wird auf jeden Fall interessant. Oh, cool. And also, since you only have one character, normally you know how when you have three characters with you, you can change. Right. Mm-hmm.
divert the damage to other characters. Mm-hmm. You can do that with your ally. When your ally is in a combo, you choose to save him, or you can just choose to save him. Ziemlich interessant eigentlich, was er gerade gesagt hat. Er hat ja selber gesagt, normalerweise hat man drei Charaktere dabei und kann zum Beispiel, wenn der Gegner gerade eine Combo startet, zu einem anderen Charakter wechseln, damit der den Damage abbekommt oder so. Und da erwähnt er jetzt eben noch einmal, dass man ja nur zu zweit sein wird. Ich habe einen Charakter dabei und mein Koop-Spieler hat einen Charakter dabei und er kann jedes Mal, oder ich, hängt davon ab, wer in der Combo ist. Sagen wir mal, ich wäre in einer Combo. Er kann jederzeit auch rein switchen. Ich denke mal, es wird nicht unendlich gehen und es wird sicher auch eine zeitliche Begrenzung haben, aber ziemlich geil schon mal. Okay, oha. Also für die es nicht verstanden haben, normalerweise kann man ja für jedes Battle 6 Charaktere mitnehmen. Und für einen Raid soll man sogar mehr als 6 mitnehmen können. Bedeutet, der Gegner wird echt krass. Weil wenn er jetzt schon sagt, wir wollen mehr als 6, dass ein Spieler mehr als 6 Charaktere mitnehmen kann, also nicht in den Kampf, sondern einfach nur in die Lobby sozusagen, der zeigt es doch eigentlich, dass die Buffs sehr wichtig sein werden. Also der Gegner wird sicher ziemlich krass sein dann. Oha, ja, Alter, bin ich jetzt gehypt. Komm schon, was noch? Interessant, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Naja, wenn es eine, zum Beispiel, also jetzt gebe ich ein Beispiel, er hat ja so gemeint, wenn zum Beispiel jetzt, ich weiß, Grün würde den Typenvorteil haben, dann nehme ich einfach 10 grüne Buffer mit. Dann hat der Macher selber gesagt, ja, die wussten eh schon, dass es darauf hinauskommen wird und sie wollen nicht, dass das ein Spiel wird, beziehungsweise ein Event wird, wo man einfach nur auf den Typenvorteil eingehen muss. Also kann, er hat selber gesagt, es ist möglich, dass die zum Beispiel Dark haben werden, also wo Charlotte zum Beispiel der Counter sein kann. Oder sie werden allgemein einfach etwas Neues machen, so, wo es keine Typenvorteil gibt. Beispiel wäre, wenn man dem Boss 1:1 dieselbe Farbe wie Charlotte geben würde, dann hätten wir ja keine Counter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. You know what I mean. Yeah. We're trying to give it a bit of a variety. The first boss, obviously, it's gonna be Broly. Ja, wir wissen es schon. Unser erster Boss wird Broly sein. Okay, also dieser Movie Broly. Nicht schlecht, nicht schlecht. Leute, hier haben wir die Bestätigung. Noch einmal für alle, die es gesehen haben. Neu, es kommt eine Gildenfunktion. Meine Fresse, wird Dragon Ball Legends geil. Ich glaub's einfach nicht. So viele Leute haben gesagt, naja, Dragon Ball Legends wird für immer so bleiben. Es ist ein Handyspiel, Leute. Wir dürfen unsere Erwartungen nicht zu hoch stellen. Ich habe euch gesagt, Dragon Ball Legends hat einfach das größte Potenzial von allen Mobile Games. Von allen. Man kann es sogar sagen, hat mehr Potenzial als einige Konsolen-Games. So kann man auch sagen. Wir bekommen Koop. Also Raids und Koop, okay, ist das gleiche. Aber wir bekommen jetzt noch sehr viele andere Updates plus Gildenfunktion. Die Frage ist jetzt, wie viele Leute passen in eine Gilde? Wow! Habt ihr es gehört? GVG heißt einfach Gilde versus Gilde. Oh mein, okay. Ich halte es nicht aus. Oh mein Gott, alleine auf den Rose und Vegeta zu warten war schon so krank. Und jetzt muss ich auf diese geilen Funktionen auch warten, Leute. Er hat es bestätigt. GVG. Guild versus Guild. Okay, also ich habe jetzt einiges jetzt übersprungen, weil da nichts Wichtiges gesagt wurde. Aber jetzt redet er von Character Awakening. Wir haben unser Equipment Awakening gehabt. Haben wir immer noch. Aber was könnte ein Character Equipment Awakening sein? Wäre möglich vielleicht, dass sie es so ähnlich wie bei Dokkan Battle, glaube ich, machen. Also zum Beispiel so alte Charaktere, die jetzt nicht mehr so vom Gebrauch sind, statt Balance Changes einfach ein Awakening bekommen. Wäre auch möglich, auf jeden Fall. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich dann zeigen, aber schauen wir mal. Okay, ich meine, er redet auch darüber, dass er etwas Neues einführen will. Es ist jetzt nicht so heftig, unter Anführungszeichen, wie ein Tackle, aber mehr dazu sagt er auch nichts. Also, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Irgendwie schon ziemlich heftig. Es überrascht mich, dass auf einmal jetzt so viel auf einmal auf uns zukommt und ich freue mich einfach so übertrieben drauf, weil wir bekommen Koop-Funktionen, Gildenfunktionen, also wow. Aber dann Leute, von meiner Seite aus war es jetzt. Hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und ja, vielleicht sehen wir uns beim heutigen Stream oder beim nächsten YouTube-Video wieder. Falls du noch irgendwelche Fragen dazu hast, falls du etwas nicht verstanden hast, schreib es unter den YouTube-Kommentar und ich versuche es dir so gut wie möglich zu beantworten. Also Leute, und ciao!